Ja, wir haben hier einige Pflanzen, die in der Nähe unserer Schule vorkommen. Wir haben uns ja vorgenommen, die Arten der Pflanzen, die hier in der Nähe wachsen, uns näher anzuschauen und zu bestimmen und überhaupt mal auszuzählen, welche Arten und wie viele es eigentlich sind. Und so als Vorübung haben wir dieses Material. Jetzt hoffe ich, dass wir in der Lage sind, die überhaupt zu bestimmen. Was würden Sie denn sagen, was das hier ist? Gras. Gras, das ist schon mal ganz eindeutig. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele verschiedene Sorten von Gräsern es gibt? Fünf oder so. Bitte? Fünf oder so, 200. Ja, es gibt sicher hunderte verschiedene Sorten. In Deutschland sollte, hier auf der Wiese. Deutschland sollte es schon eine größere Zahl geben. Wie viele hier auf der Wiese sind, müssen wir feststellen. Das hier scheint schon mal... Ist das alles das gleiche Gras? Das sieht irgendwie unterschiedlich aus. Das hier scheint schon mal zwei Sorten zu sein, die man unschwer erkennt. Alles dünner. Ja, das ist schon ganz verschieden. Das sieht ja aus, das hat so Rispen wie Hafer und das hier fast Beeren. Also das sind schon mal zwei, das ist ja immerhin etwas. Aber wir müssten uns ein Bestimmungsbuch besorgen und die einzelnen Grassorten dann auch bestimmen. Auf jeden Fall können Sie, wenn Sie da gleich untersuchen, die einzelnen Sorten mal getrennt sammeln und aufbewahren, dass man die abzählen. Und die Bestimmung kann man anschließen. Dann würde ich empfehlen, dass Sie sich gleich so ein Stück abstecken und das untersuchen. Einfach mal die einzelnen Pflanzen entweder direkt zählen oder so nebeneinander legen, um sie unterscheiden zu können. Und dann zählen Sie die Art ab und vergleichen mal Ihre Ergebnisse. Sie waren im Gelände, haben gesucht, haben Material mitgebracht. Man sieht, die Zahl der Pflänzchen hat sich deutlich vergrößert. Wie sind die Ergebnisse? An Zahlen, die wir gefunden haben. Ja. Ich würde sagen, an die 80. An die 80. Eigentlich eher nicht. Eine Freundin von mir hat mir das heute erzählt, die hatten das in der Schule. Die mussten irgendwie auf einem Quadratmeter oder so ähnlich so viele Pflanzenarten, also verschiedene wie möglich finden. Können ja nicht allzu viele sein. Doch, das ist schon krass. Ich meine, wenn du mal so guckst, allein da unten sind zwei verschiedene Arten von Gras. Ich meine, das ist jetzt wirklich, ich habe mir vorher nie so Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt. Eigentlich irgendwie recht. Meine Freundin meinte, ihr Lehrer hätte gesagt, es sterben täglich 150 Arten aus. Dann merkt man das.